Jawohl, die zwei Buchen haben wir schon weg. Und jetzt greifen wir so das 70er Feuchter an. Krapper der Hund. Jawohl, auf geht's. Was ist in der Situation passiert, beziehungsweise es ist eigentlich nichts passiert,
Aber es ist eine Situation, die wo in der Praxis immer mehr vorkommt, besonders in Lagen, wo gern der Wind durchpfeift. Und zwar habe ich ganz normal einen großen Baum umgeschnitten, der wo kein Rückhänger war, ein bisschen ein Seitenhänger, nicht dramatisch, einfach ganz normal gerade stehender Baum, keine Äste an der Seite, also wirklich astrein. Und das Einzige ist, die Krone ist natürlich ein bisschen dichter gewesen, das ist ein Mordsblutfechten gewesen, also das heißt ein bisschen dichter umert und dann natürlich ist es so, wie der Wind geht, fängt sich der da drinnen natürlich ein bisschen freistehend, ist gefährlich. Mit dem habe ich schon gerechnet und habe im Prinzip die Bruchleisten ein bisschen stärker lassen, dass die natürlich als Scharnierl nur ein bisschen herhält, falls es zurückdrücken tat, also gegen die Fallrichtung. Im Prinzip habe ich ganz normal Fallschnitt angesetzt, umgeschnitten, man sieht es an der Motorsäge, die steckt noch drin, falls ich nochmal nachschneiden muss, weil ich Bruchleisten ein bisschen stärker lassen habe, dass er dann auch das umschnalzt. Aber im Prinzip habe ich umgeschnitten, habe dann ganz normal aufgekeilt mit dem mechanischen Fallkeil, probiert und habe gemerkt, geht nichts vorwärts. Habe aber gemerkt, dass er hinten zu macht, also das heißt, dass er gegen die Fallrichtung diesen Fallschnitt zu macht. War der Wind, also ich habe es vermutet, es hat sich bestätigt, beim Fallkerbschneien ist schon ein bisschen der Wind aufgekommen gegen den Baum, also bergaufwärts, und hat dann praktisch beim Fallschnitt, weil ich den zu Ende geführt habe, ein bisschen mehr, also hat ein bisschen angezogen, der Wind, und habe aufgekeilt und habe gemerkt, das geht nichts vorwärts. So, dann habe ich gemerkt, oh, der macht hinzu, jetzt wird es gefährlich. Hab dann mein Sech gerettet. In der Situation sagt man natürlich, lass die Sech Sech sein, ist wurscht, wenn es hier ist. Wenn der wirklich gegen die Fallrichtung fällt, aus irgendwelchen Gründen, dann ist die Sech hier, ist doch wurscht, Hauptsache dein Leben ist gerettet. In dem Fall habe ich natürlich den Instinkt der Sech gerettet, weil ich alles unter Kontrolle gehabt habe, die Situation. Und natürlich nimmt man dann seine Sech mit, das ist auch klar. Dann habe ich, wie gesagt, versucht, nur einen Keil, einen Kunststoffkeil einzubringen. Das war dann zu spät, weil 1000 Hände hat man natürlich nicht. Vielleicht war das die Hände gewesen, weil Motorsäge rausgezogen hat. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist in der Situation natürlich Ruhe gefragt und dann habe ich natürlich den Kunststoffkeil nicht mehr eingebracht. So. Ich habe dann bloß noch geschrien, du Zeh weg. Also das heißt, mein sehe ich zum Ausnasten, da war Kamera drauf war, dass natürlich der auch gerettet ist, weil ich habe nur einen Helfer dabei, einen Maschinisten, der war mir ein bisschen da das Zeug halt, dass ein bisschen einfacher ist für mich. So, dann ist nichts weitergegangen, dann hat es schlussendlich, schlussendlich auch in mechanischem Fallkerb außerdrin, also habe ich noch nie gehabt, durch den Wind hat es mir den außerdruckt. Damit ist der Baum frei stehend, bloß mit der Bruchleistung gestanden. Und der ist hinten zugewendet. Hinten, weil der Wind praktisch gegen den Baum gedrückt hat und dann ist hinten der Fallschnitt komplett geschlossen gewesen. Hab Motorsäge angestellt und hab dann einfach gehofft, dass sich der Wind dreht, um den Baum wieder vierig zu bringen. In dem Fall ist tatsächlich so gewesen, der Wind hat sich dreht und hat den Baum dann umgedrückt in die Fallrichtung. Was ist jetzt im Prinzip da oder die Quintessenz draus? Die Quintessenz ist, ein Bruchleisten kann Leben retten. Also nicht bloß, dass er in die richtige Richtung fällt, sondern dass er auch nicht auf die drauf fällt. Weil wenn ich jetzt die Bruchleisten im Prinzip zu dünn gemacht hätte oder überhaupt keine, was tatsächlich in der Praxis auch gibt, weil es einfach manche nicht machen, dann war der Baum schlicht und einfach in die komplett gegengesetzte Richtung gefallen. Die Bruchleisten ist wie ein Scharnierl, die kann Leben retten und ist absolut notwendig, Leute. Es ist wahnsinnig notwendig, eine Bruchleisten zu machen. Ich bin wirklich kein Profi im Umschneiden, aber die Kleinigkeiten, die Eckpfeiler, die sollte man eigentlich irgendwie alleweil ein bisschen machen. Und wie gesagt, in dem Fall ist er bloß noch auf der Bruchleisten gehängt und der Baum ist eigentlich sicher gestanden. Ja, der ist dann umdruckt worden vom Wind, weil er sich gedreht hat, wieder bergan, dass der Wind gegangen ist. Und dann hat es den Baum, wenn man im Folgenden sieht oder he bloß hört, weil das Bild war dann weg aus der Panik heraus, weil man ja sich gerettet hat, da war Kamera drauf war. Der Baum ist dann umgefallen und hat einen Mordsschnäuzer da.
Der Wind ist leichter. Der Wind ist leichter. Ja. Da hängt man noch, der Hund. Hängt man noch den Hund. Und zwingt man runter mit der Seilwinden. Jawohl, dann haben wir es wieder geschafft behind. Ich hoffe, es hat euch wieder taugt. Den Holzerassen. Wenn es euch gefallen hat, wie allebei, bewertet die Videos positiv und abonniert den Kanal. Ganz wichtig, weil wenn das nächste Mal ein Video kommt, wird euch das automatisch vorgeschlagen. Jawohl, räumen wir jetzt da noch zusammen. Neues Feierabend. Macht's euch gut, habt ihr Servus. Tut euch nicht weh. Aber schon aufschauen. Servus.